Ja, herzlich willkommen, Hilde Löfquist, und viele Grüße nach Stockholm. Ich freue mich sehr, dass unser Gespräch heute klappt und wir über die Hormonersatztherapie in den Wechseljahren sprechen können. Vielleicht ja kurz vorab für alle, die Hilde Löfquist noch nicht kennen. Sie ist gebürtige Österreicherin, lebt aber seit vielen, vielen Jahren in Schweden und arbeitet dort auch als Gynäkologin in Stockholm und hat auch ein Menopausenzentrum in Schweden mit aufgebaut und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Wechseljahren. Und weil sie eine Expertin für dieses Thema ist, hat sie dazu auch ein paar Bücher veröffentlicht. Eins auf Schwedisch, das hat den, wie ich finde, sehr sympathischen Titel Hormonkarussellen und handelt von der Achterbahnfahrt der Hormone in den Wechseljahren. Das in diesem Jahr auf Deutsch erschienene Buch trägt den ja etwas nüchternen Titel Hormontherapie in den Wechseljahren, ist aber aus meiner Sicht trotzdem ein Feuerwerk an zusammengetragener wissenschaftlicher Literatur über die Hormonersatztherapie. Und ja, diese Expertise wollen wir uns heute gern zunutze machen und vor allen Dingen über die Studienlage sprechen. Aber vorab die Frage an Sie, Frau Löfquist, warum denn gerade dieses Thema? Es gibt ja viele andere Themen im Bereich der Frauengesundheit, die auch mehr Aufmerksamkeit erhalten. Warum finden Sie diese Phase im Leben der Frauen besonders spannend? Zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, jetzt auch auf Deutsch sprechen zu können. Ich bin ja nämlich schon seit über 40 Jahren in Schweden, bin aber eben aus Österreich und das merkt man wohl an meinem Dialekt noch immer. Aber ich habe immer den Kontakt eben zu dem deutschsprachigen Raum behalten, immer wieder auf Kongresse gefahren. Aber meine Ausbildung ist also von Österreich zuerst die Universitätsausbildung zum Dr. Med, aber dann ist die Facharztausbildung in Schweden. Und darum eben bin ich ziemlich schwedisch, wenn man so sagt. Ja, aber warum habe ich dieses Buch geschrieben und warum interessiere ich mich so für das? Ja, also als Frauenärztin wird man ja natürlich immer mit der Frau in allen verschiedenen Lebensphasen konfrontiert. Also von das beginnt ja natürlich in der Pubertät und dann die Geburten und Schwangerschaften oder keine Schwangerschaften und alle Probleme während der fertilen Jahre. Und dann kommt eben die Wechseljahre und diese schwierige Zeit zwischen 40 und 60. Und seit ungefähr 30 Jahren bin ich niedergelassene Ärztin in Gynäkologie, habe also viele Jahre eine eigene Praxis am Lande gehabt, in einer kleineren Stadt, in Katrineholm in Mittelschweden. Und seit 5 Jahren bin ich eben in diesem Ärztezentrum in Stockholm, wo ich auch mehrere Kollegen habe, weil das Thema eben Menopause und Wechsel eben mehr und mehr wichtig wurde, auch für mich persönlich, aber auch in der Gesellschaft. Das hat ja seine Gründe. Und vor allem hat es diesen Grund, dass eine große Studie in den, vor 20 Jahren jetzt schon fast, gekommen ist, die eigentlich den Sturz der Hormone verursacht hat, kann man sagen. Also, dass wir Angst vor Hormone bekommen haben. Und diese Studie heißt WHI-Studie, über die werden wir vielleicht noch ein bisschen sprechen, aber ich will nur das nennen, dass das eigentlich der Grund war, warum ich plötzlich mir gedacht habe, also ich habe so viele Frauen schon jahrelang behandelt, also gegen diese Wechselbeschwerden. Und es ist gut gegangen, sie sind sofort wieder frisch und munter geworden und sind sehr dankbar gewesen. Also die Hormontherapie, ich sage Hormontherapie und nicht Hormonersatztherapie, weil das ist ja eine Behandlung mit Hormonen und es ersetzt ja nicht. Also man kann nicht sagen, es ersetzt, so wie bei einem Schilddrüsenhormon, dass es ersetzt etwas, was lebensnotwendig ist, sondern es hilft der Frau, über diese schwierigen Jahre hinüberzugleiten. Und darum würde ich sagen, es ist eine Hormontherapie und nicht Hormonersatztherapie. Ja, absolut. Aber, nee, das ist ja der gebräuchliche Begriff auch in Deutschland sozusagen nach wie vor. Aber es ist eben Hormonersatz, klingt natürlich nach was anderem als Hormontherapie, wie Sie es eben gerade beschrieben haben. Und ja, vielleicht können wir da, Sie haben ja schon die WHI-Studie kurz erwähnt, weil die ist ja sozusagen auch, ja, glaube ich, für das aktuelle Image oder nach wie vor das aktuelle Image der Hormontherapie, Hormonersatztherapie verantwortlich, beziehungsweise warum dieses Image so katastrophal ist. Und dieser Abbruch ist ja nun fast, oder dass diese Studie abgebrochen wurde, ist es fast 20 Jahre her. Aber ja, die Nachwehen halten immer noch an. Und ja. Können Sie uns kurz erzählen, was damals passiert ist und warum? Ja, es war so. Es waren sehr viele Forschungen, die auf
eigentlich auf Männer gebaut haben. Aber da haben die Amerikaner sehr viel Geld investiert, um eine große Frauenstudie zu machen. Und diese Frauenstudie hat wirklich dem Golden Standard entsprochen. Also doppelblind, randomisiert, alles, was man nur so haben kann. Wunderbar. Und das Ziel war, zu beweisen, dass Hormone helfen, um altersmäßigen Krankheiten vorzubeugen. Also vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das war das große Ziel nämlich. Und weil man ja schon so viele positive Resultate gehabt hatte, vor dieser WHI-Studie, kann man sagen, also in den 80er, 90er Jahren hat es ja schon begonnen, dass sehr viele Frauen Hormonbehandlungen bekommen haben, über die Wechseljahre hinaus. Deswegen hat man sich gedacht, na ja, wenn man das jetzt gibt, dann haben wir das Rätsel gelöst. Wir nehmen einfach Hormone und dann haben wir weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dass Hormone vielleicht ein bisschen den Brustkrebs fördern, ja, das hatten wir schon vorher gewusst. Aber das war eben vor allem das Ziel. Und dann hat es etwas gedauert, bis man alle Daten gesammelt hat und die Studie starten konnte. Und das war eben der große Fehler. Der Durchschnitt dieser Versuchspersonen, die da teilgenommen haben, war 63 Jahre. Und diese Frauen, die waren ja schon mehr als 10 Jahre nach der Menopause. Und viele, also mehr als ein Drittel, waren schwer übergewichtig und noch mehr als die Hälfte natürlich stark adipös. Und sie haben auch schon einige Krankheiten gehabt. Also die Gefäße waren halt nicht mehr so gesund nach diesen Jahren und vor allem auch das Übergewicht. Also man hat das einfach nicht berücksichtigt, weil man ja so stark an die Hormone geglaubt hat. Und das Zweite, man hat Standardhormone gegeben, die in Amerika üblich waren, diese Pferdehormone, sage ich, von trächtigen Stuten. Und dazu, und das in einer Tablette zum Schlucken. Und für die Frauen, die die Gebärmutter noch gehabt haben, hat man noch ein synthetisches Gestagen dazu gegeben. Also nicht das natürliche Progesteron, das wir jetzt in den bioidentischen Hormonbehandlungen haben. Mhm. Also das war einfach Standard und das hat man in Amerika am meisten verwendet und da ist eben das Problem passiert, dass leider nach 5,5 Jahren ungefähr es sich gezeigt hat, dass die Rate von Herz-Kreislauf-Erkrankungen viel größer in dieser hormonbehandelten Gruppe war. Mhm. Und da hat man eben die Studie abbrechen müssen. Gleichzeitig hat man gesehen, dass Brustkrebsrisiko etwas gestiegen ist und dass auch Thrombose natürlich etwas gestiegen ist. Es war ja auch orale Behandlung, also durch nicht die transdermale, die ja günstiger ist. Und Schlaganfall war auch erhöht. Aber die guten Dinge dabei, dass man eben weniger Darmkrebs gesehen hat, dass man weniger Diabetes gesehen hat und dass die Osteoporose also viel weniger vertreten war in dieser Gruppe. Das hat man vergessen. Mhm. Weil es ist immer die Good News, ja, das vergisst man leicht, aber Bad News, das sind Sensationen. Hm. Und auch das Große dran war ja eigentlich dann, dass nicht das mit Herz-Kreislauf so berücksichtigt worden ist, sondern es war vor allem dann das mit Brustkrebs. Weil Brustkrebs ist ja für die Frau etwas Furchtbares, oder? Das ist eben der große Spuk. Absolut, ist es nicht so in Deutschland? Auch. Genau, es ist auch in Deutschland, also was uns Frauenärztinnen auch berichten, dass die erste Frage sozusagen kommt natürlich in Bezug auf Hormone, wie hoch ist das Risiko, Brustkrebs zu erhalten? Und das ist auch, glaube ich, das größte Hindernis für die meisten Frauen letztlich, Hormone überhaupt auszuprobieren und wie gesagt, auf diese Therapie auch zu setzen. Und nochmal ganz kurz zurück zur WHI-Studie, also diese das ist ja dann, wenn es war ja dann so, dass die Frauen zumindest in Deutschland, aber ich glaube auch weltweit quasi von heute auf morgen die Hormone in den Müll geschmissen haben und dann auch quasi ohne Behandlung dastanden und bis dann letztlich die bioidentischen Hormone nach und nach dann auch auf den Markt kamen oder auch andere Produkte oder wie war der Verlauf dann sozusagen, das Ergebnis dieser Studie oder der Publikation der Studien und vor allem das Medienecho, das war ja Hormone machen Brustkrebs, war ja, glaube ich, eine Headline.
Es war so überall. Und damals habe ich mir gedacht, na, das kann doch nicht wahr sein. Und darum ist mein Interesse so gestiegen und ich habe dann wirklich weiter informiert, was kann dran sein. Und man hat ja auch dann gesehen, dass die Studienergebnisse dann wieder rehabilitiert. Wurden, ja. Und man gesehen hat, vor allem hat man ja gesehen, dass man diese jüngere Gruppe beachten muss. Nicht die 63-Jährigen, so wie ich erzählt habe, sondern das sind ja die Frauen, die in der Menopause oder in der Perimenopause behandelt werden. Die haben ja Hormone. Und im Anschluss an die Menopause und bis zu 60 haben wir das sogenannte therapeutische Fenster. Ich nenne es ja das Window of Opportunity. Ich glaube, Dr. Sheila DeLis sagt das Goldfenster, habe ich gesehen, weil sie ist ja so eine populäre Gynäkologin in Deutschland. Genau. Aber dieses Fenster, das ist ja das wichtige Fenster, weil da haben wir ja die fantastische Möglichkeit, gerade das, was eigentlich mit der Studie initiiert worden ist. Also das wollten wir ja haben, dieses Vorbeugen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das haben wir genau im therapeutischen Fenster, aber nicht, wenn es zu spät ist. Ja, ja. Das heißt, der ideale Startpunkt für eine Hormontherapie ist wann aus Ihrer Sicht oder wann fangen Sie an, quasi Ihre Patientin mit Hormonen zu behandeln? Ja, also da haben wir ja verschiedene Stadien wieder in diesem Zeitfenster. Und ich würde sagen, mit Östrogen beginnt man ja, wenn diese typischen Östrogenmangelerscheinungen kommen. Aber man braucht Östrogen manchmal auch zur Stabilisierung schon vorher, wenn auch immer noch eigenes Östrogen produziert wird. Aber wir haben ja auch die Frauen natürlich, die noch die Gebärmutter haben. Das sind ja viel mehr in Deutschland, weil wir operieren ja nicht so viel in Deutschland als in den USA. Und Frauen, die Gebärmutter haben, muss man ja auch mit Progesteron oder progesteronähnlichen Substanzen schützen, weil die Gebärmutter eine Schleimhaut hat, die eben sehr auf Östrogen reagiert. Und da haben wir also diese Kombinationspräparate, die ja schon früh in der Perimenopause, würde ich sagen, also in dieser Zeit plus minus 2 Jahre um die letzte Regel, auftreten. Ja, und wenn wir nochmal kurz sozusagen zurückgehen, weil Sie gerade ja schon das Thema Brustkrebs angesprochen haben und Sie ja auch so eine Expertin für die Studien sind, was sagt denn die Studienlage jetzt konkret? Also wie hoch ist das Risiko? Also das ist ja eine der ersten Fragen, mit der Frauen dann auch sozusagen auf die Gynäkologin zukommen. Was sagen Sie Ihren Patientinnen, wie hoch das Risiko ist? Also man muss ja zuerst einmal unterscheiden, das Erkranken an Brustkrebs, das ist ja eine Sache, und das Sterben an Brustkrebs. Ich meine, das Sterben an Brustkrebs, das ist ja natürlich das, wovor man sich fürchtet. Und da muss man sagen, dass in großen europäischen und auch amerikanischen Studien immer wieder hervorkommt, dass die Todesursache für Frauen in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Das ist über 50% aller Todesursachen. Und Brustkrebs ist nur 3%, also der Todesfälle. Und das ist ganz statistisch klar. Aber dann ist es das Erkranken. Natürlich ist das schlimm. Ich habe viele in meinem Bekanntenkreis, die Brustkrebs gehabt haben und die es bekommen wieder. Und ich meine, es ist schlimm, weil es sind sehr viele Behandlungen und man kriegt natürlich Angst. Das ist eine Erkrankung. Aber die meisten werden ja doch geheilt, wie ich gesagt habe. Aber was ich meine mit der Studienlage, da muss man sagen, da kommt ja sehr viel von anderen Einflüssen dazu. Erstens einmal ist das die Alkoholkonsumtion, weil mehr und mehr Frauen nehmen ja auch Alkohol zu sich. Mehr noch. Ich habe gesehen, in Deutschland mehr als sonst. Also. Und auch das Übergewicht. Das sind zwei sehr, sehr wichtige Faktoren, die also viel, viel wichtiger sind als etwas Hormone. Ja. Mit Hormonen kann man sagen, im Laufe von 5 Jahren, vielleicht kann man sagen, ist eine pro 1000 pro Jahre
die extra durch diese Hormontherapie einen Brustkrebs bekommen könnte. Aber das steigt ja linear mit dem Alter an. Es ist ja eigentlich eine Alterskrankheit. Brustkrebs ist eine Alterskrankheit. Die steigt, dieses Risiko steigt im Laufe der Jahre. Und gegen dieses Alter können wir nichts tun. Aber etwas Gutes dabei ist, dass wir mit positivem Lebensstil, also mit genügend Bewegung, gesundem Essen und Diät und so weiter, sehr viel dazu beitragen können, um dieses Risiko zu vermindern. Genau, es ist halt, also glaube ich auch, also in Deutschland so, dass, wie Sie schon sagen, dass die Lifestyle-Veränderungen, also der erhöhte Alkoholkonsum und natürlich auch, dass man ja immer noch zu wenig Sport treibt und zu wenig auf seine Ernährung achtet, dass das sozusagen gravierendere Faktoren letztlich sind, die auf den Gesundheitszustand im Alter dann einwirken. Und in Deutschland sind, glaube ich, ungefähr, ich irgendwie die Zahl, ich glaube, 40% der Frauen in den Wechseljahren sind übergewichtig. Also das ist natürlich dann einfach ein anderer Risikofaktor. Was gibt es denn konkret für Risikofaktoren für eine Hormonersatztherapie oder Hormontherapie? Was sind die tatsächlichen Risiken? Also wer sollte es wirklich, für welche Frauen kommt die Hormonersatztherapie nicht in Frage? Ja, also jetzt haben wir Hormone, so haben wir das Östrogen und das Progesteron. Diese Hormone können die Frauen leider nicht nehmen, die einen Brustkrebs haben oder die auch für Brustkrebs behandelt worden sind. Das ist einfach so, weil da könnte ja eventuell wieder Östrogen eine noch schlafende Brustkrebszelle aktivieren. So meine ich es ganz einfach. Das wagt man ganz einfach nicht. Und dann kommen natürlich ganz gravierende Krankheiten wie Herzinfarkt und schwere Lebererkrankungen, Gallblasenerkrankungen, Thrombose, eine aktuelle Thrombose. Alles das kommt dazu natürlich. Also eine gesunde Frau kann sehr oft Hormone nehmen, nur eben leider die mit Brustkrebs nicht. Und dann muss man sagen, es gibt ja natürlich auch diese Frauen mit verschiedenen anderen Krankheiten, die nicht so schwerwiegend sind, wie zum Beispiel Diabetes oder hohen Blutdruck und so weiter. Und diese Frauen, die sollen mit transdermaler Östrogenbehandlung sehr gut weiterkommen. Also man hat heute Möglichkeiten, auch bei Frauen, die früher eine Thrombose gehabt haben. Also da ist ja das behandelt worden, es hat ja verschiedene Ursachen gegeben, zum Beispiel in der Schwangerschaft oder wenn man so lange stillgesessen ist. Also Thrombose, das ist ja eine ganz gewöhnliche Krankheit, die behandelt werden kann. Aber wenn die dann fertig behandelt ist, hat ja vielleicht diese Frau ein etwas erhöhtes Risiko. Und auch diese Frauen, die haben wir früher nicht behandeln können, können wir durch die transdermale Östrogenbehandlung versorgen. Ja, vielleicht können Sie da auch gerade mal darauf eingehen, eben die transdermale Behandlung im Vergleich zu eben den, wie Sie ja vorhin gesagt haben, eingenommenen Tabletten, die die Frauen mit der WHI-Studie eingenommen haben. Wie sieht die moderne Hormontherapie heute aus? Ja, genau. Diese Hormontherapie, die damals so nur Tabletten waren. Es hat ja eigentlich kaum Pflaster gegeben oder Gel oder alles, was halt heute viel mehr modern ist. Das ist erst später gekommen. Aber ich meine, der Unterschied ist ja, wenn man eine Tablette schluckt, das beschreibe ich nämlich sehr genau in meinem Buch, diesen Unterschied zwischen transdermal und oral. Also da muss man erstens mal eine höhere Dosis haben, weil das muss ja bearbeitet werden in der Leber. Es wird so durch den Darm resorbiert, kommt in die Leber und in diesen Kreislauf dort. Und da wird es dann teilweise dann verstoffwechselt. Und dann kommt dieses Östradiol, was man ja haben will, nicht das Östron. Das ist ja das Stoffwechselprodukt in verschiedenen Formen. Aber das Östradiol kommt ja dann endlich in die Blutbahn. Aber wenn man das durch die Haut gibt, da kommt es ja direkt, ohne die Leber passieren zu müssen. Und in der Leber können sehr viele verschiedene Enzymsysteme aktiviert werden, wie zum Beispiel das mit den Gerinnungen. Und darum ist das dadurch auch ein größeres Risiko für Thrombose oder auch ein größeres Risiko für höheren Blutdruck und auch das, dass es zu viel mit Östrogen gibt, dann kann man sagen. Also es ist irgendwo
alle diese Metaboliten, also diese Abbauprodukte, die haben ja auch eine Wirkung. Also es ist einfach viel schonender, durch die Haut zu behandeln. Und trotzdem ist es ja, also in Deutschland ist es so, dass auch bioidentische Hormone sozusagen da auch den, glaube ich, den Markt erobert haben. Aber es gibt ja nach wie vor synthetische Hormone. Was ist, warum erhalten trotzdem noch Frauen auch synthetische Hormone? Was ist der Vorteil aus medizinischer Sicht? Warum entscheiden sie sich vielleicht auch mal für bioidentische, mal für synthetische Hormone? Ja, jetzt habe ich also nur das Östrogen beschrieben mit dieser transdermalen. Das ist sehr gut. Aber wir haben ja auch das Progesteron für die Frauen, wie ich gesagt habe, die noch die Gebärmutter haben, weil wir ja da das noch dazulegen müssen. Und das Progesteron, das ist das Synthetische, weil Östrogen ist ja Östradiol in Europa. Wir haben nicht diese Pferdehormone, obwohl die Pferdehormone im Grunde genommen natürlich sind. Das ist ja Urin, aus Urin von Stuten hergestellt. Aber ich meine, wir haben diese Produkte, die Östradiol sind. Und das ist ein bioidentisches Hormon. Warum? Weil es dem Hormon entspricht, das es auch im Körper gibt. Also das Molekül ist das gleiche, aber es ist synthetisch, weil wir können nicht nur eine Jamswurzel speisen und sagen, wir haben jetzt Östradiol bekommen oder Progesteron bekommen. Das muss also synthetisch aufgearbeitet werden, damit es wirklich zu diesem echten bioidentischen Hormon wird. Und das ist das gleiche für das Progesteron. Und Progesteron kann man nicht durch die Haut geben. Also man kann es, aber es hilft nichts, um die Gebärmutterschleimhaut zu schützen. Also man muss das kombinieren mit meistens oral, also mit einer Kapsel Progesteron. Und das ist eine europäische Entwicklung, weil das haben die Franzosen ja schon sehr gut in, gerade vor fast 20 Jahren, also mehr als 20 Jahren natürlich haben sie es entwickelt, aber da ist eine große Studie in Frankreich gekommen, die E3-1. E3N-Studie heißt sie. Und da hat man eben gesehen, dass eben mit diesem natürlichen Progesteron, also bioidentischen, wie man es so nennen will, dass man eben so einnimmt, dass man da nach in den ersten 5 Jahren kein erhöhtes Brustkrebsrisiko hatte. Im Vergleich zu diesen chemisch verwandelten, synthetischen Progesteronen. Und da gibt es ja diese ganze Palette von diesen Gestagenen, die eigentlich entwickelt worden sind, weil wir ja die Antibabypille haben wollten. Wir wollten ja den Eisprung hemmen. Und das war ja schon in den 60er Jahren. Also da waren die Gestagene eben sehr populär. Und da hat man einfach diese Gestagene auch in Kombination mit Östrogen verwendet, weil man ja dieses mikronisierte Progesteron nicht gehabt hat. Aber diese alten Präparate gibt es immer noch natürlich. Und so schlecht sind sie nicht. Aber ich meine, wenn man das Beste nehmen will, nennt man das mikronisierte Progesteron, würde ich sagen. Weil das ist ja doch nach Studien das am meisten schonende, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie es in Schweden ist. In Deutschland gibt es sowohl Fertigarzneimittel, also die ich, wie gesagt, vom Arzt verschrieben bekomme, aber es gibt auch Individualrezeptoren für bioidentische Hormone. Und das heißt, dafür erhalten Frauen dann ein Rezept, was sie dann und können dann sozusagen die Hormone in der Apotheke herstellen lassen. Was ist Ihr Rat in Bezug auf diese individuellen Rezepturen? Ja, also ich würde sagen, diese Arzneimittel, die schon fertig verpackt sind, die entsprechen ja der Forschung, weil diese Arzneimittelfirmen haben ja sehr viel ansuchen müssen und sehr viel eben Forschung hinter sich, um überhaupt registriert zu werden. Und das ist eben diese auch Methode, die eben der Arzt normalerweise verschreibt und die eben standardisiert ist. Und diese standardisierte Methode wird von IMS empfohlen, also International Menopause Society, German Menopause, also die deutsche Menopausegesellschaft steht ganz dahinter. Und die individuell dosierten, das ist eine neue Richtung, kommt vor allem von den USA, individualisierte Medizin überhaupt, für jede Einzelne. Es ist interessant, würde ich sagen, weil wir sind ja alle Individuen und es ist so wichtig, dass man auf das Individuum Rücksicht nimmt, weil wir sind ja alle unterschiedlich, wir reagieren verschieden. Wir haben verschiedene Nebenwirkungen, aber es ist gefährlich, weil man kann keine Studien damit machen. Der Arzt ist für die Verschreibung verantwortlich und der Apotheker schließlich auch, weil es muss ja das richtige Präparat sein. Und
Die Rechtslage ist dann nicht einfach, wenn irgendetwas passiert, nämlich. Da kann man sich nicht auf Studien ausreden, das geht nicht. Also ich würde sagen, halten Sie sich nach den internationalen Organisationen, ich meine die Ärzte und die Patienten, ich glaube, sie können sich sicher fühlen, wenn der Arzt das nach diesen Methoden eben verordnet, wie es international eben akzeptiert. Aber ich darf nur etwas sagen, in Schweden haben wir ein Problem. Wir haben wirklich ein Problem. Das ist Schweden und Norwegen. Darum habe ich ja mein Buch geschrieben, Hormonkarussellen. Das, ich habe nämlich jahrelang nach diesem französisch-deutschen Modell gearbeitet, also EMS auch und Deutsche Menopausgesellschaft. Ich bin ja schon Mitglied seit vielen Jahren, weil mich das interessiert. Und das Problem ist, wir haben dieses mikronisierte Standardpräparat Progesteron nicht in Schweden. Ich muss das aus Deutschland bestellen. Also es ist immer noch nicht. Und es dauert vielleicht noch 1 bis 2 Jahre. Es ist einfach keine Therapietradition in Schweden und auch nicht in Norwegen. Aber jetzt gibt es es in Dänemark und auch in Finnland. Und mein Buch, das Schwedische, das ist jetzt auf Finnisch und auf Norwegisch und auf Dänisch übersetzt. Und ich meine, in diesen Ländern hat man ja diese Unterlage dann. Aber in Schweden habe ich selber kämpfen müssen. Und ich habe, darum ist es auch so geworden, dass ich eben diese Menopausenklinik aufgebaut habe und jetzt eben versuche, eben meine Kollegen zu beeinflussen, dass sie so arbeiten wie ich. Es dauert länger, wenn man einfach gegen den Strom schwindelt. Ja, das stimmt. Aber dann hoffe ich, dass Sie damit viel Erfolg haben und dass es sozusagen dann das mikronisierte Progesteron auch sehr bald hoffentlich in Schweden geben wird und Sie nicht den Umweg über Deutschland gehen müssen. Ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen und ich glaube, dieses Thema so ein bisschen, wie behandeln eigentlich die Schweden ihre Beschwerden und die Deutschen, besprechen wir gerne nochmal in einem zweiten Gespräch, dass wir da nochmal drauf gehen, auch vielleicht nochmal über weitere Behandlungsmöglichkeiten. Und ja, alle, die mehr über Hilde Löfqvist und vor allen Dingen jetzt eher auf Deutsch erschienenes Buch, also die Schwedisch können oder Norwegisch können, können natürlich auch Hormonkarussellen gerne lesen. Aber auf Deutsch ist bisher nur Hormontherapie in den Wechseljahren erschienen. Das ist im Springer Verlag erschienen. Und ich kann das sehr empfehlen. Ich habe es auch gelesen und es ist wirklich eine super Zusammenfassung, auch gerade was die Studienlage angeht. Man bekommt einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Und das Buch kann man, glaube ich, auch direkt über Ihre Website, die ja den sympathischen Namen drhilde.de trägt, bestellen. Ja, guckt da einfach gerne rein und da gibt es, glaube ich, auch eine Leseprobe, dass man da mal ein bisschen zum mal stöbern kann. Und vielen Dank, Hilde Löfqvist, und viele Grüße nach Stockholm. Machen Sie es gut. Danke, okay, vielen Dank.